Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Jawohl, wir sind hier noch einmal am Start und ja, müssen ja hier dieses Märchen-Ding hier noch ein bisschen aufhübschen und machen und tun. Wir brauchen noch eine Szeneriebewertung von 130, 118 haben wir. Und dieses monatliche, der monatliche Gewinn, der muss noch höher gehen, ne? Da müssen wir noch ran. Ja, hier läuft es auf jeden Fall anscheinend, so wie es aussieht, oder? Gehen jetzt da rein, oder was ist hier los? Doch, gehen rein, sehr gut. Ja, so, wir gucken mal ganz kurz nach den Finanzen. Die Punktebewertung ist ein bisschen runtergegangen. Personal ist nicht ganz so zufrieden. Oha, wir haben nur zwei Leute, okay. Tja. Kaum Energie, ne? Wir sollten hier auch auf jeden Fall mal was tun, dass wir hier mehr Personal kriegen. So, haben wir schon Personalgebäude? Wahrscheinlich nicht, ne? Wo packen wir das denn hin? Wo packen wir unser Personalgebäude hin? Ich würde fast behaupten, hier hinten, obwohl, ne, mit dem Wald hier, das ist gar nicht so schlecht. Das könnten wir hier, ne, auch nicht. Ah, wo packen wir das am besten hin? Hier hinten irgendwo, ne? Warte mal, wie kommen die denn da hin? Kommt man da eigentlich da hoch? Warte mal, wie sieht das hier aus? Wo kommen die lang, die Leute? Die kommen ja gar nicht da runter, oder? Hä, ich verstehe es nicht. Wenn die da durch den Tunnel gehen, kommen die hier raus. Das heißt, wir könnten den Weg hier noch verbinden. Das wäre gar nicht so verkehrt. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Personal. Okay, wartet mal. Warte mal, wie kommen die denn? Ich verstehe gar nicht, wie die von da darunter kommen. Die kommen ja gar nicht darunter. Die können nur um den Baum drumherum. Ach doch, hier. Hier geht ein Weg nach unten. Okay, alles klar. Dann können die nach da gehen oder halt nach da. Das heißt, wir machen hier. Warte mal, Wege. Ja. So, und verbinden einfach mal den Weg hier. So, zack. So, macht ja schon mal Sinn, ne? Diese Beleuchtung hier überall, ne? Die muss auch irgendwie noch. Puh, ey, die ist auch heftig, ey. Da müssen wir uns später auch nochmal drum kümmern, irgendwie. Auch hier fehlt so ein bisschen Beleuchtung. Obwohl. Naja, wir gucken mal, wir schauen mal. Erstmal müssen die Leute hier hinkommen und richtig viel Schotter loswerden, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir trotzdem mal schauen, wo packen wir Personalgebäude hin. Wir brauchen auf jeden Fall ein Personalgebäude. Hoppala, ich sehe hier gar nichts. Und mehr Personal. So, Servicegebäude. Warte mal, wo ist denn das jetzt hier? Läden, Dienstleistungen, Entspannung. Dienstleistung, alle Informationen, Geldautomaten, hier Personalverwaltung, Märchenstadt, Personalgebäude, puh, ganz schön teuer. Naja gut, wir werden mal eins brauchen, ne? Kommen wir nicht drum herum. Aber das passt ja auch hier irgendwie ganz gut rein, ne? Das könnten wir theoretisch hier hinzimmern. Wäre halt geil, wenn es jetzt Tageslicht wäre. Dann würde ich vielleicht auch ein bisschen was sehen. Wenn wir das so. Warte mal. Ja, ein bisschen was sehen wäre schon nicht schlecht, ne? Wenn man es vielleicht so setzt. Und dann das Ganze noch ein bisschen mit Blümchen und Bäumchen und irgendwie sowas aufhübscht. Oder so. So würde auch gehen. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist das Problem, ne? Aha. So, jetzt Tageslicht. Perfekt. Perfekt. Was hat er denn jetzt gemacht? Ja, ich würde fast behaupten.
Immer noch so. Ich glaube, so könnte gehen. So. Jetzt hier auch nochmal einen Weg hin. Müssen wir mal gucken, was nehmen wir denn da? Könnten wir den nehmen, ne? Hä? Na ja, gut, oder so. Alles klar. Läuft. So, jetzt können wir mal gucken. Warte mal, wie konnten wir das jetzt hier verwalten? Nee. Personalgebäude 1, Gebäude bearbeiten. Ich glaube, hier war das, ne? Nee. Nee, auch nicht. Warte mal, wie ging das jetzt? Wir konnten noch irgendwie das Personalgebäude dann erweitern. So, wo haben wir denn? Zack, zack, hier. Läden- und Servicegebäude, da haben wir es doch. Personalgebäude, genau, das will ich hier machen. Das ist geöffnet. Nee, warte mal, ey, wo konnte ich hin? Wo ging das denn jetzt nochmal? Gebäude bearbeiten? Nee. Nee, ich will das ja nicht bearbeiten. Ich will ja einfach nur... Ah, hier. Zack, da. So, Kapazität, die schrauben wir direkt nach oben, ne? Auf 7. Kostet zwar ein bisschen mehr, macht aber nichts. So, pass auf. Dann machen wir hier, wo haben wir denn hier noch Läden? Ach so, die sind ja noch gar nicht angeschlossen, das stimmt, da waren wir auch noch dran. Die musste ich ja auch noch woanders hinsetzen, weil das hier unten irgendwie, naja, nicht so geil war. Wo packen wir die denn hin? Warte mal, vielleicht können wir, was ist das hier? Das ist der Hotdog Squad. So, erweitern, bewegen, kopieren. Verschieben, verschieben. So, pass auf. Jetzt müssen wir mal schauen. Kriegen wir das? Halten und nach oben. So. Könnten wir das so machen? Ja, ne? Okay, der Boden ist hier ein bisschen schlecht. So, warte mal, dann müssen wir hier ein bisschen, nicht so viel. Stärke machen wir mal nicht so krass. So, so müsste es gehen. Aber man kann diese Kante da nicht anheben, ne? Kann das sein? Ne, da geht gar nichts. Warum? Sieht voll dumm aus jetzt. Wo war denn hier glätten? Das ist echt nicht einfach, ne, das Terrain hier zu bearbeiten. Ja, man kann aber hier, warte mal, ich verschiebe nochmal das Gebäude. Mal gucken, vielleicht geht das dann. Wenn ich das jetzt nochmal hier hinsetze, ich setze das jetzt einfach mal dahin. Bam. So, und jetzt gucken wir uns hier den Boden nochmal an. Terrain. Warte mal, kann ich das jetzt hier so... Kann man aber hier an der Stelle irgendwie ganz schlecht anheben.
Halt, stopp. So ist es einigermaßen, oder? Es ist echt schwierig. Aber wir kriegen es so einigermaßen hin. So. So dürfte es passen, ne? Ungefähr. Also was wir hier mit dem Loch machen, weiß ich noch nicht dann. Aber egal, gucken wir mal. So, jetzt verschieben wir das Ganze hier wieder rüber. So. Ja. Bams. So. Jetzt haben wir hier den Hotdog Squad am Start. Und wenn wir das jetzt hier noch verschieben. Wartet mal. Stellen wir jetzt mal gerade hier hin. Ja, so passt es einigermaßen. Und dann hier das Terrain nochmal bearbeiten. Nein, 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 nein. Andersrum. Kann ich, warte mal, die Größe ein bisschen kleiner machen. Dankeschön. Ja. Ja, so wird doch was draus. Oder? So kann man doch damit einigermaßen arbeiten. So, und dann würde ich nämlich sagen, setzen wir das Häuschen hier. Das Gulpi Slush hier, Döns hier, oder wie das heißt. Oh Mann. Hier drüben hin. Das jetzt hier noch ein bisschen anpassen. Bams. Ja, so kann man es machen, oder? Ach, jetzt glaube ich, ja, nee, die Bank ist hier. Mülleimer sind da und da. Also halt, warte mal, wir brauchen noch Personal. Einmal und zweimal. Sehr gut. So, wie viel Personal haben wir eigentlich? Übersicht. Oha. Unsere Barmittel gehen leicht den Berg runter. So, was haben wir denn jetzt hier im Personal? Bedient Kunden, ruht sich im Personalgebäude aus. Haben wir hier einen Hausmeister? Haben wir keinen. Wir haben 4 Verkäufer. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Hausmeister. Einer, der hier ein bisschen sauber macht. Zack, den setzen wir direkt dahin. So, und jetzt, bevor uns das Geld ausgeht, würde ich sagen, machen wir noch irgendwo ein Fahrgeschäft hin. Die Frage ist nur, wo. ...1300 Hyperspin. Oder der Kickflip, aber der kostet 1900. Wie viel Geld haben wir? Ah, nicht mehr viel, ne? Uhuhu. Forge kostet zu viel. Magic... Was haben wir denn überhaupt? Das ist die nächste Frage. Wir haben hier, was ist das? Magic Twill 21. Und... dieses Cup, T-Cup 1, okay. Moment. Ah ne, halt, stopp, falsch. So, Fahrgeschäfte. Magic Twirl. Psycola.
Nervenkitzel-Fahrgeschäft. Die Bewertungen sind alle beschissen, ne, von den Dingern. Egal, wir nehmen das jetzt hier. Können wir das hier hinbauen? Würde das hier gut wirken? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist, wenn wir das hier entzimmern? Ja, hier dürfte gehen, ne? So, dahin. Dann machen wir den Eingang nach hier. Den Ausgang nach hier. So. Warte mal. Ja, verdammt. Komm, wir müssen mal einen Ausgang hier hinzumachen. Wege. Ah, hier. So. Und dann müssen wir aber hier noch irgendwie szeneriemäßig was hinkriegen. So, jetzt öffnen wir den ganzen Laden erstmal. Jawohl. Wow. Und Moment. Nein. So, den Weg. Können wir den hierhin verbinden? Oh ne, geht gar nicht. Schade. Okay, dann ist der Weg hier ziemlich dumm, ne? Okay, schauen wir mal, was wir da draus machen. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir noch hin. So, hier ist der Eingang am Start. Jawohl. So, jetzt kümmern wir uns. Also, warte mal, wie viel Geld haben wir jetzt? 1800. Es geht wieder ein bisschen nach oben. Das ist schon mal sehr gut. Ne, halt, da muss ich hin. So, jetzt brauchen wir wieder hier Szenerie. Was nehmen wir denn da? Hier sowas würde eventuell da reinpassen. Damit wir das Loch hier so ein bisschen zukriegen. Zack. So, hier so ein Blumenstand. Hey, wo denn? Wie drehe ich ihn nochmal? Ah ja, genau so. Sowas, jawohl. Dann brauchen wir hier noch irgendwie so Blumen. Warte mal, wenn ich hier rausgehe. Spezialeffekte, Szenerie, Gebäude, Natur. Bäume, Büsche, Felsen, Pflanztöpfe. Ja, genau, sowas. Wow. Die sind immer groß. Ja, hier sowas zum Beispiel. So, hier noch einen. Ja. Ja, so wird ein Schuh draus. Und wenn wir hier noch, warte mal, was können wir hier noch machen? Hier bestimmt sowas. Das irgendwie hier noch so hinzimmern.
Oh. Nee, das sieht da nicht aus. So vielleicht? Kann auch irgendwie gar nichts, ne? Wir müssen hier das Terrain wieder ein bisschen bearbeiten. Oh, diese Terrainbearbeitung hat es aber in sich, so. Warte mal. Ja, so geht es einigermaßen. Okay, jetzt können wir noch mal nach der... Ja, wo war das? Szenerie? Machen wir mal den hier. Oh, Alter Schwede, was ist das denn? Voll riesig, ey. Auf gar keinen Fall. Okay, wo hatten wir denn hier diese... Wir hatten doch so Blumentöpfe. Also... So kleinere Sachen. Wo waren die denn? Na egal, wir nehmen das hier mal. Okay. Es gab doch mal so Blumenbüsche. Also hier so. Ja, Blumen halt. Schaut mal her. Warte mal, was, wenn wir alles machen? So, dann nochmal gucken hier. Es gab doch so kleine runde Blumen. Nee, leider nicht. Oder wo war das? Irgendwo konnte ich das machen. Verdammt. Was haben wir hier noch? Achso, das sind nur die Gebäude, ne? Ja gut, da können wir erstmal nichts machen. Fahrgeschäfte können wir jetzt gerade auch nichts machen. Ah, hier, warte mal. Nee, warte, was ist das? Spezialeffekte? Natur, da will ich rein. Ah, hier, sowas, genau. Ah, genau, da. Das habe ich gesucht. Hier, so einen Brunnen können wir doch hier hinstellen. Dürfte doch auch bei der Szeneriebewertung irgendwie mit einspielen, oder? Ja, da jetzt noch so ein paar Blumen drumherum ballern. Ja, warum so hoch? Ja, so zum Beispiel. Ah, guck, gut, Szenerie 26, perfekt. So, warte mal. Wegextras, genau. Halt, stopp, nein. Wegextras war richtig. Jetzt brauchen wir wieder hier die Mülltonnen. Ah, ne, da ist eine. Alter, die Mülltonne, da könnte mal geleert werden. Stellen mal hier eine hin. Und hier muss auch auf jeden Fall eine hin. Alter, was ist denn hier los? Was ist ja richtig was los? Ja, läuft, ne? Bei der Slushbude sind ohne Ende Leute am Start. Das ist schon mal sehr gut. So, warte mal, wo waren wir dran? Hier. So, dann würde ich sagen, packen wir hier noch irgendwo eine Bank hin. Hier, sowas. Zack. Und hier auch eine.
Jawohl. Ja, so weit, so gut, ne? Das kann man doch schon mal so ein bisschen machen, ne? Alter, ist schwer. Ist richtig schwierig. So, warte mal, wo haben wir denn jetzt hier? Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo habe ich denn... ah ja, hier. Da sind meine beiden Getränke, die Dinger hier. Aber das ist hier Gulpi Slush, oder wie heißt das? Gulpi Soda. Und der Hotdog-Stand. So, dann brauchen wir hier noch irgendwas zum Essen. Läden. So, Essen. Tiki Chiki, keine Ahnung, was das ist. Pizza Pan. Hotdog Squad, den haben wir. Chief and Beef. Märchen Cosmic Cow Ice Cream. Oh, das ist richtig teuer. Okay, dann machen wir hier dieses Tiki Chiki. Was auch immer das ist. Würde ich sagen, das packen wir hier drüben hin. Oder? Ja, hier kommen viele Leute vorbei. Warte mal, wie sieht denn die Hütte aus von hinten? Ah, da muss auf jeden Fall was drumherum gebaut werden. Machen wir Tiki Chiki so. Und dann hat man Gulpi Slush, Gulpi Soda, Gulpi Energy, Soda Hammer, Cosmic Cow Milkshakes und nochmal Cosmic Cow Milkshakes. Dann nehmen wir das hier, dieses Gulpi Slush. Und machen das dementsprechend hier so hin. Ja, so. Dann tun wir noch Mülleimer dahin. Zack. Und dann machen wir noch ein bisschen was für die Szenerie. Wow. Also, echt klar. Nee, stopp, zurück. Hier und dann Bäume. Machen wir schön irgendwie was dazwischen. Hier sowas. Wow, auch wenn das voll riesig ist. Würde das da hinpassen? So. Ja, ne? So. Und dann gab es doch hier noch, warte mal, wie war das? Hier so Spezialeffekte. Da haben wir gar nichts, okay, alles klar. Dann nicht. Szenerie. Gebäude. Und hier nochmal so Töpfe. Zack. Hey, wir sind bei einer Szeneriebewertung von 129. Läuft. So, und der Getränke-Shop hier wird auch direkt gut angenommen. Das finde ich auch sehr gut. Ja, bis hierhin sind wir schon mal ganz gut gekommen, ne? Wir erreichen gleich die nächste Stufe. Warte mal, da müssen wir noch irgendwas machen. Irgendwas müssen wir hier noch hinzimmern. Ah, endlich. Ah, hier zum Beispiel, ne? Um die... um das Gebäude hier drumherum. Da muss auf jeden Fall noch was hin. So, pass auf, da können wir hier nochmal... Da läuft der Hausmeister. Was können wir denn hier hinzimmern? Was würde hier gut aussehen? Gar nicht so einfach.
da was Vernünftiges zu finden, ne? Wobei, wisst ihr was, wir können das auch mit was haben wir denn hier alles? Nee, nee. Hier, so Pflanzen. Wir nehmen Pflanzen und packen da noch was hin. Ist halt nur die Frage, was? Ist alles so groß, ne? Ist echt viel zu groß, der ganze Laden. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Auch riesig, ey. Das so aussehen würde? Dann sieht's halt schlecht, ne? Packen wir's mal dahin. Jawoll! Ja, soweit hat das doch schon mal ganz gut funktioniert. Finde ich. Das sieht doch gut aus. Jetzt brauchen wir hier noch einen Mülleimer. Na, komm her. Bams. Und dann packen wir hier auch noch einen hin, wenn das geht. Da können wir noch einen hinstellen. Jawohl, sehr gut. Ja, würde ich sagen, haben wir doch hier einiges wieder erreicht. Nice. Also, so langsam wird's, ne? Ich würde sagen, so langsam wird das. Sehr schön. Ja, dann machen wir hier ein Folgenende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und fürs dabei sein. Gerne bewerten, kommentieren, kostenlos abonnieren. Danke dafür. Und dann schauen wir mal, wie es hier in der nächsten Folge weitergeht. Und ob wir das hier alles in den Griff kriegen. Aber ich würde sagen, so der Park hier ist einfacher als den wir beim letzten Mal gemacht haben. Definitiv. Also das, da läuft einiges mehr. So, warte mal, was haben wir denn hier für einen Weg eigentlich? So ein Standardweg, nee, ne? Was haben wir, wenn wir den hier nehmen? Da, das ist der hier. Ich würde nämlich gerne den hier noch verbinden. Gut, ich verbinde das hier noch und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch machen. Sagen wir bis zum nächsten und ciao, ciao.